Moin, wie angekündigt, starten wir jetzt mit dem ersten Plugin von GoodLock. Ursprünglich hatte ich ja geplant, mit HomeUp anzufangen. Dadurch, dass Samsung jetzt aber diese Woche ein neues Plugin mit dem Namen Registar veröffentlicht hat, fange ich mit dem Plugin mal an, weil es wahrscheinlich für mehr Leute interessant ist, als bei längeren und bestehenden Plugins zu zeigen. Das ganze Plugin finden wir nicht unter Makeup, sondern unter Live-Up. Und da, wenn man es ein bisschen runterscrollt, erscheint dann unten Registar. Das war bei mir beim ersten Suchen nicht verfügbar. Dann habe ich die GoodLock-App einfach nochmal zurückgesetzt und dann nochmal neu gestartet. Und dann war das Ganze bei mir quasi verfügbar. In dem Video gucken wir jetzt quasi jetzt einfach mal an, was man mit Registar für Einstellungen vornehmen kann. Genau, wenn das Plugin dann gestartet ist, haben wir ganz oben quasi die Möglichkeit, die Einstellungs-App von unserem Handy quasi weiter zu customizen, beziehungsweise ein paar zusätzliche Einstellungen vorzunehmen. Wir haben einerseits hier unten im unteren Bereich Einstellungen für den Samsung-Account. Wenn wir die Einstellungs-App öffnen, haben wir immer ganz oben den Samsung-Account, wo unser Name steht quasi und die E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse können wir jetzt einerseits quasi komplett ausblenden, was es mir am Ende erleichtert, quasi in die Einstellungs-App zu gehen, um das nicht nachträglich dann auszublurren. Und wir können eben unseren Namen durch einen Nickname ersetzen, dann wird der quasi auch ersetzt, dann ist nicht mehr der volle Name da. Und das kannst du mal zeigen, wie das Ganze jetzt aussieht. Wenn wir jetzt einfach in die Einstellungs-App gehen, haben wir jetzt oben den Nickname und steht nur noch Samsung-Account. Und hier steht jetzt eben nicht mehr meine E-Mail-Adresse und auch nicht mehr mein Klarname, sondern das Ganze ist jetzt quasi ersetzt. Das können wir also dann hiermit ein bisschen ausblenden. Neben diesen Sachen, das ist für die meisten interessantere, können wir aber auch die Ordner und die Gruppen-Settings, also die Group-Settings verändern. Das heißt, wir können einerseits Elemente ausblenden, wenn wir sie nicht wollen, wenn uns zum Beispiel das verbundene Gerät nicht interessiert oder der Samsung-Account interessiert uns nicht, da können wir das auch einfach aushaken und dann ist das Ganze weg. Oder wir können eben die Reihenfolge verändern, wir können Modi und Routine nach unten schieben, falls uns die Töne wichtiger sind. Oder falls uns diese gekachelten Fenster hier, dass wir das nicht so mögen, dass die sind ja quasi nach Gruppen unterteilt, was halbwegs sinnvoll zusammengehört. Hier unten ist alles, was mit Anzeige zusammenhängt. Hier oben eben alles mit Tönen und Berechtigung. Falls uns diese Clusterung, falls wir die nicht wollen, können wir das Ganze auch einfach alle in 1 schieben. Das ist quasi das Cluster hier oben weg. Wenn wir jetzt auf Speichern gehen und dann wieder in die Einstellungs-App gehen, dann sehen wir jetzt, ist hier oben aus den 2 Kacheln das eine geworden. Das heißt, man kann auch noch beliebigen, das quasi alles in 1 ziehen, dann hat man ein langes Ding noch und keine verschiedenen kleinen Gekachelten mehr, falls einem das Leute mehr zusagt. Das heißt, hier hat man die Möglichkeit, eben die Einstellungs-App, die ganzen Gruppen in Einstellungen zu gruppieren und eben auszublenden, was einen nicht interessiert. Mit dem Klick auf die 3 Punkte oben auf Reset kann man aber alles wieder zurücksetzen, dann ist es wieder wie ein Standard. Jetzt haben wir die oben wieder die 2 Gruppen wieder geclustert. Und hier kann man eben verschieben, ausblenden, wie man es gerne möchte und sich quasi jetzt auch die Einstellungs-App selbst so zusammenschustern, wie man es gerne hätte. Neben dieser Sache haben wir noch eine Sache, die nennt sich Settings Change History. Da können wir quasi einfach gucken, was für Änderungen und Einstellungen wir so die letzte Zeit in unserem Smartphone quasi gemacht haben. Das heißt, ich habe jetzt hier, bevor ich das Video aufgenommen habe, den Nicht-Stören-Modus aktiviert um 21:14 Uhr. Habe heute Morgen, als ich aufgestanden bin, um 7:20 Uhr das WLAN eingeschaltet. Das heißt, da kann man so ein bisschen gucken, was man so als Einstellungen letzte Einstellungen, die man quasi in seinem Smartphone vorgenommen hat. Ich habe zum Beispiel gestern die Ladeinformation deaktiviert, dass die beim Laden nicht angezeigt wird. Das heißt, da kann man nachträglich nochmal so gucken, was man in seinem Handy quasi geändert hat. Wenn man dann rückwirkend nochmal eine Änderung wieder rückgängig machen will, die man gemacht hat, sieht man hier eben genau, was man wann geändert hat. Neben der Sache ist das für die meisten wahrscheinlich interessante, das ist die Backtap-Action. Die gibt es ja schon bei zahlreichen anderen Herstellern. Jetzt ist es eben auch mit diesem Plugin unter One UI möglich, ohne jetzt auf irgendwelche Drittanbieter-Apps aus dem Play Store setzen zu müssen. Wenn wir das Ganze aktivieren, haben wir Möglichkeiten, Double Tap und Triple Tap quasi auszuwählen. Double Tap bei mir ist jetzt quasi mal die Members App und Triple Tap geht die Notifications oben auf. Das heißt, wenn ich das Smartphone jetzt hochnehme und zweimal mit den Fingern auf die Rückseite tappe, geht eben die Members App auf. Die wird jetzt einfach ganz normal gestartet. Unten haben wir diese Benachrichtigung gehabt, bei denen stand jetzt Double Tap. Diese Einstellung wird über das hier oben geregelt, über die Event Detection Notification. Das heißt, wenn das aktiviert ist, dann kriegen wir unten quasi angezeigt, welche von den beiden Befehlen gerade ausgeführt wird und dass das Ganze auch ausgeführt wird. Das heißt, man kriegt quasi nochmal ein Feedback ein bisschen. Und das Ganze geht eben auch mit Triple Tap. Wenn man hier draufklickt, sieht man aber, dass man viele Sachen einstellen kann. Man kann Apps öffnen, man kann das als Zurückknopf benutzen. Man kann in die Ansicht der letzt geöffneten Apps gehen, man kann ein Pop-up-Window-Deck aufmachen, wenn man hinten drauf tappt, oder eben den Google Assistant starten oder einen Screenshot machen. Das heißt, man hat hier eine große Auswahlmöglichkeit an Sachen, die man möchte.
Ein Nachteil hat das Ganze aktuell noch. Das sieht man jetzt auch wunderbar, wenn man mit dreimal tappt die Notifications öffnet. Vorführeffekt. Dreimal tappen die Notifications öffnet, dass wir immer diese Notification hier unten haben. Register wird über eine andere App angezeigt und das kann man aktuell auch nicht löschen. Das heißt, diese Notification ist immer da und man kriegt sie auch nicht weg. Da gibt es auch aktuell schon im Galaxy Store einiges an Feedback, dass das bitte zukünftig geändert werden soll, weil es halt ziemlich nervig ist, wenn man immer diese Notification hier oben drin hat und nicht wegkriegt. Da also die Hoffnung, dass mit dem Update das quasi noch entfernt wird. Das ist so ein bisschen nervig aktuell noch. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein, dass sie es künftig einfach disablen, dass das quasi weg ist. Das ist so die einzige Sache, die mich aktuell noch ein bisschen stört an der Sache. Ansonsten ist das Tab-Feature eigentlich eine coole Sache, weil man dafür ziemlich viel einstellen kann und auch quasi viele Möglichkeiten hat, da quasi was zu machen. Und als letztes, neben den Backtab-Actions, gibt es nochmal eine Sache, mit die man eher konfigurieren kann. Das ist eben der Side-Key, das ist nichts anderes als die Power-Taste oder die Funktionstaste, wie Samsung das Ganze nennt. Das gibt es ja ab Werk schon in den Einstellungen, dass man da was konfigurieren kann, und zwar unter erweiterte Funktion und dann Funktionstaste. Aber da haben wir unter Drücken und Halten halt nur Bixby aktivieren oder das Ausschaltmenü. Beim zweimal Drücken können wir mehr konfigurieren, da können wir Kameraschnellstart oder eine App oder wie hier ist die Taschenlampe öffnen. Bei Drücken und Halten haben wir aber eben nur eine sehr eingeschränkte Auswahlmöglichkeit. Und das wird quasi auch mit Registar übernommen. Das ist nämlich jetzt auch Drücken und Halten der Power-Taste und da kann man eben auch deutlich mehr quasi einstellen. Man könnte den Google Assistant öffnen, man könnte die Taschenlampe starten, man könnte einen Screenshot erstellen. Das heißt, wenn ich jetzt hier Druck halten würde, dann würde er quasi einen Screenshot erstellen und direkt ins Share-Menü aufmachen. Man könnte auch alles muten, alle Lautstärken oder entmuten. Man könnte die Taschenlampe einschalten, man könnte das Zurückknopf nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt hier gedrückt halte, geht einfach eins zurück. Dementsprechend kann man eben auch die Power-Taste deutlich quasi weiter konfigurieren als eben über das Standardsystem. Und das sind quasi so die Sachen, die mit Registar jetzt gemacht werden kann. Die App wurde jetzt eben erst ganz frisch veröffentlicht, hat eben noch, wie gesagt, diesen nervigen Bug mit den Notifications, was dann hoffentlich künftig bald gefixt wird. Und genau, das wäre jetzt das erste Plugin. Falls ihr Anmerkungen jetzt abseits von diesem Ding, wenn ihr irgendwelche Feature noch sehen wollt aus One UI 5 oder wenn irgendein Plugin zuerst sehen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare, dann richte ich mich dann nach euch, weil die Videos mache ich letztlich nicht für mich, sondern mache ich für euch, um euch was zu zeigen und zu erklären. Das heißt, wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt, gerne in die Kommentare geschrieben, dann passe ich die Reihenfolge entsprechend an. Ansonsten wird wahrscheinlich das nächste Video dann nächstes Mal Home Up werden oder der Kamera Assistant, eins von den beiden. Und dann bedanke ich mich wie immer an der Stelle fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.